heute ist Freitag. Der Freitag ist bei uns in der Schule zwar immer anstrengend, weil wir den ganzen Tag dann nur arbeiten. Sonst haben wir zwischendurch ja nochmal sowas. Wir haben auch so Betreuung, wo wir machen können, was wir wollen auch. Aber heute nur arbeiten leider. Aber dann habe ich es hinter mir. Und das Allerbeste an diesem Freitag ist, ich habe frei. Ich nach der Schule auch. Wir haben jetzt auch schon unseren 62. Vlog. Und das ist schon eine ganze Menge, meine ich, wenn man ja wöchentliche Vlogs macht. Und wenn man dann mal bedenkt, okay, bei einer Woche haben wir vielleicht auch manchmal zwei gemacht, dann sind es aber mindestens schon 60 Wochen. Und wir haben ja schon 2016 angefangen, also heftig ist das. Im nächsten Monat haben wir dann genau ein Jahr bei YouTube rum. Und das ging eigentlich ziemlich schnell. Und hoffentlich schaffen wir noch ein zweites. Und drittes? Oder ein drittes oder ein viertes oder so weiter. Es ist jetzt 20 vor 8 und jetzt geht's auf zur Schule. Wie gesagt, heute ist Wochenende, Freitag. Wir haben schon 18 Uhr. Es wurde ja mal vorgeschlagen, dass wir mal so eine Art Relax-Video machen sollen. Das machen wir dieses Wochenende, glaube ich mal, nachdem wir ja beim letzten Video ziemlich viel Action hatten. Wir sind hier gerade an der Schlachte in Bremen, an der Weser. Was machen wir hier? Rumgammeln. Rumgammeln, ja. Warum sind wir hier? Weil später kommt noch ein Feuerwerk und da wollen wir dabei sein, auf jeden Fall. Genau, hier ist nämlich Maritime Woche, nennt sich das, ist jedes Jahr. Und vorher gibt es auch so eine Schiffsparade mit beleuchteten Kleinbooten. Und wir haben uns ein leckeres Getränk geholt. Es ist jetzt ungefähr 18 Uhr und wir warten mal und relaxen. Wo ich gerade dieses Heft in der Hand habe, vor ein paar Jahren war ich mit meinem Papa auf einem Fotoshooting und dieses Bild und andere Bilder auch noch von uns dann werden dann jetzt für Werbung für Bremen eben genommen und meine Lehrerin hat das auch gesehen und die war ganz erstaunt. Während wir hier schön in der Abendsonne relaxen, staut sich hinter uns auf der Brücke der Verkehr, da nämlich heute hier eine Bombe entschärft wird. Also hinter der Brücke, da ist schon alles abgesperrt, da darf kein Schiff mehr fahren, kein Auto mehr fahren und kann sein, dass diese Lampionfahrt, also diese Schiffsparade, von der ich eben sprach, gar nicht oder erst später stattfindet. Aber egal, wir haben ja hier schön unsere Relaxing Time. Mein Papa wollte gerade auf der Brücke filmen und da hat er eine Rakete gesehen. Das heißt, dass es jetzt losgeht, dass die Bombe entschärft wird. Und er hat auch gerade jemanden auf dem Fahrrad gesehen. Henning Schärf, der war hier früher mal Bürgermeister. Und auch meine Schule ist da auch früher gegangen. Und das ist schon cool irgendwie, weil da war der beliebteste Bürgermeister. So. Eben ertönte hier ein leiser Knall, dann flogen auf einmal sehr viele Vögel über uns hinweg, die aufgestreckt wurden dadurch und es heißt wohl, dass die Bombe jetzt entschärft ist und dass unserem Abendprogramm nichts mehr im Wege steht. Jetzt kommt auch schon die Bootsparade und es sieht auf jeden Fall schon, das sind richtig viele
Boote und das sieht auch sehr toll aus, weil hinten sind eben überall dann Lichter und gefällt mir. Wo man gut ist, wo man gern ist, bei McDonald's. Na, am relaxen? Wir wollen gleich grillen, ne? Ja, okay. Wir machen heute Abgrillen. Was ist das? Das letzte Mal in diesem Jahr grillen. Höchstwahrscheinlich haben wir heute das letzte Wochenende, wo man noch mal grillen kann, wo noch mal Sonnenschein ist, wo es warm ist. Danach wird es, wie ich gerade gehört habe, schon wieder regnerisch. Ich glaube sogar schon morgen. Also noch mal so richtig schön hier zu Hause alles in Ruhe genießen. Wir hatten ja auch auf YouTube in einem Vlog unser erstes Grillen in diesem Jahr gefilmt. Und ich glaube, da haben wir auch mit der Drohne gefilmt und das war auch ziemlich lecker. Wir haben dieses Jahr so wenig gegrillt, wir haben nicht mal unsere erste Garnitur Grillsoßen geschafft. Ein Zeichen dafür, der Sommer war schlecht. Ja, es schmeckt vorzüglich. Also relaxen, was wir uns so vorgenommen haben, zu Beginn des Vlogs, das können wir gar nicht. Wir machen halt immer irgendwas. Zumindest sitzen wir jetzt mal hier schön in aller Ruhe auf der Terrasse, genießen das Wetter. Das leckere Essen. Hier ist es übrigens. Und der Vlog war jetzt ein bisschen viel Gerede. Wo wir gerade beim Reden sind, kannst du auch deinen allseits bekannten Endtext machen. Da muss man vielleicht ein bisschen verändern, damit er nicht so. Ja, aber das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über ein Like freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und ich weiß gar nicht, was ich verändert habe. Und dann bis zum nächsten Video. Verstehen muss ich das ja jetzt gerade nicht, oder? Ciao. Ja, ciao.